Bilanzidentitätsprinzip 252 Absatz 1 Nummer 1, was nichts anderes bedeutet, als dass in dieser Sekunde vom 31.12. bis zum 1.1. die Bilanz nicht verändert werden darf. Schlussbilanz gleich Eröffnungsbilanz, könnte man auch sagen. Das haben wir schon mehrfach umgesetzt. Wir haben angefangen, haben die Bilanz aufgelöst auf T-Konten. Da stand Eröffnungsbilanz. Wo kam die Eröffnungsbilanz her? Das war die Schlussbilanz vom letzten Jahr. Schlussbilanz gleich Eröffnungsbilanz. So ist das Prinzip. Also darfst da nicht irgendwelche Änderungen vornehmen. Keine Riesenüberraschung, ne, dieses Prinzip. Das ist Bilanzidentitätsprinzip. Hallo, ich bin Robin Good, der Retter der frustrierten Lerner. Klicke mal auf den Link unter diesem Video.